Liebe Freunde der Nordart, es geht tatsächlich wieder los. Die Nordart 2021 steht vor ihrer Eröffnung. Beinahe ein kleines Wunder. Die feste Entscheidung dazu mussten wir schon im letzten Herbst treffen. Und Sie erinnern sich bestimmt, wie schwer es einem da noch fiel, überhaupt irgendwelche Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Aber Wolfgang Gramm und Inga Aru, die beiden Kuratoren, und meine Frau und ich haben zusammengesessen und uns gesagt, ja, die Nordart 2020, die mussten wir aufgeben, die musste ausfallen. Aber die Nordart 21, die machen wir wieder, egal wie. Und wie es aussieht, kann es ja in diesem Sommer ganz leidlich klappen. Vorausgesetzt, Sie, liebe Besucher, machen das mit, was wir uns an Sicherheitsmaßnahmen für Sie überlegt haben. Das eine oder andere mag von Anfang an ein bisschen lästig erscheinen, aber es schützt Sie alle, die noch nicht geimpft sind. Und das sind ja nun doch noch viele. Nun also eine Videoeröffnung. Statt 4000 Besuchern bei strahlendem Wetter im Park. Es hat auch seinen Charme. Alle 200 Künstler, die in diesem Jahr dabei sind und nicht nur traditionell die etwa 100, die angereist sind, können bei dieser Eröffnung nun dabei sein, bei dieser digitalen. Lassen Sie mich ganz besonderen Respekt und Dank aussprechen unseren Kunstwerkern. Und unser großer Respekt, ja Bewunderung, gilt auch nach 20 Jahren wieder Wolfgang Gramm und Inga Aru, die bei dieser ganz speziellen Nervenbelastung bei den Vorbereitungen in diesem Jahr komplett souverän durchgehalten haben. Und lassen Sie mich danken auch ganz besonders den diversen Künstlern, die hier angereist sind. Mit großartigen Einreisegenehmigungen nach Deutschland zur Ausübung ihres Berufes. Aber sie durften zum Teil nur sehr kurz bleiben. Unser Schweizer tatsächlich nur einen einzigen Tag und unsere Ukrainer mit An- und Abreise gerechnet ganze 3,5 Tage netto, wenn man das so nennen will, zum Aufbauen ihrer 200 Arbeiten. Den ganzen ukrainischen Pavillon der Nordart innerhalb von 3,5 Tagen aufzubauen, das war ein einsamer Effizienzrekord. Das ist also nun der Schwerpunkt in diesem Jahr. Der Schirmherr ist der ukrainische Botschafter in Berlin. Und wir haben auch ein Vorwort des ukrainischen Außenministers in unserem Katalog. Und wir haben weitere Sonderausstellungen, wie in der Vergangenheit auch. Wunderbare Arbeiten aus Zentralasien, aus Usbekistan, aus Tadschikistan, aus Kasachstan. Wir danken sehr dem Kurator, Herrn Manusher Kudratov. Diese Arbeiten sind in ihrer Intensität ganz außerordentlich. Wenn Sie in die Halle kommen, in die erste, dann werden Sie von den Ikonen förmlich reingesaugt. Und die großen Arbeiten, die drei großen Bilder, die drei großen Monumentalbilder, die zunächst mal an klassische Malstile erinnern, die würde ich mir sofort zu Hause aufhängen, wenn ich dann über den entsprechenden Palast mit den entsprechenden Zimmern verfügen würde. Und dann freuen Sie sich als dritte Sonderausstellung auf die Welt der wunderbaren Wesen, die bei uns in der Wagenremise zu sehen ist. Die Wagenremise ist ja die Wiege der Nordart, dort fing alles an. Und da kann man vielleicht salopp sagen, Hieronymus Bosch lässt grüßen. Eigentlich hatten wir den Nordart-Preis an unseren Preisträger des Jahres 2019, Ott Schierbold, aus der Mongolei feierlich übergeben wollen. Und das holen wir dann nach, wenn es geht. Aber er hat in den letzten Jahren seit unserem Mongolei-Schwerpunkt die Nordart sehr geprägt. Und die Nordart hat auch ihn beflügelt, wie er uns erzählt hat.
Tschirbold. Die Preisübergabe holen wir, wie gesagt, nach, sobald es geht. Wir danken Ihnen für Ihr großes Vertrauen in uns und dass Sie es auf sich genommen haben, Ihre monumentale Arbeit über 9000 Kilometer mit dem LKW hierher bringen zu lassen. Wir haben nicht zuletzt durch die Ausstellung der Mongolen gelernt, dass Hurra mongolisch ist. In diesem Sinne, Tschirbold, kann ich nur sagen, ein dreifaches Hurra, Hurra, Hurra. Ich könnte noch endlos weiterreden, aber so nur noch eins. Wir haben ein neues Ticketing-System im Internet, mit dem Sie sich anmelden können oder genauer gesagt anmelden müssen. Seien Sie nachsichtig mit uns, das ist gar nicht so einfach aufzusetzen, wie das zunächst aussieht. Aber ich denke mal, wir kriegen das gemeinsam hin. Wir haben auf der Nordart auch gebaut, trotz Corona, ein zusätzliches kleines Café. Als Arbeitstitel haben wir gesagt, ein Pop-up-Café ist entstanden. Das sogenannte Alte Technikum mit einem kleinen eigenen Gärtchen zum Sitzen und einer kompletten Infrastruktur für den Gast. Und es gibt einen zusätzlichen Haupteingang von unten, vom Rondo aus. Das müsste vielen von Ihnen gefallen, die auf dem Gelände in der Vergangenheit sehr schlecht einen Parkplatz gefunden haben. Und last but not least, das Schleswig-Holstein-Musikfestival wird neue Formate ausprobieren in diesem Jahr. Open-Air-Formate. Und zwei dieser Open-Air-Vorstellungen wird draußen vor dem alten Schmelzofen der Gießerei sein. Lassen Sie sich also überraschen und von der Kunst verzaubern. Wir freuen uns auf Sie. Und nun traditionell mit meiner Frau im Chor, die Nordart 2021 ist eröffnet. Was mit dem Grün hier rundherum, mit den riesen Dodos, ist das natürlich sehr wichtig für mich, nach einem Jahr das alles zu eröffnen. Ich fühle mich natürlich auch sehr wohl dabei, dass wir jetzt so weit sind, dass wir eröffnen dürfen. Auch wenn wir ein paar Auflagen haben, die das ein wenig anders gestalten. Ja, die ist natürlich nicht nur für die regionale Kunstszene oder auch für den Kunstmarkt, für den Kunstverbraucher hochwichtig, dass es sie überhaupt gibt, sondern auch für Deutschland und sogar für die Welt. Denn wir sind ja eine internationale Ausstellung und das wollen wir auch bleiben und werden das auch noch vergrößern. Aber alles braucht seine Zeit und auch seine Vorbereitung. Es ist ja nicht nur, dass man ins Atelier geht und irgendwas arbeitet oder malt oder auch Skulpturen baut. Das kann man nicht immer alles nur alleine. Man braucht den Applaus, man braucht das Publikum und auch die Möglichkeit zu zeigen.